Ja, dann wollen wir da mal gucken. Es müsste jetzt in Kapitel 17 weitergehen. Ferntinte ist abgeschlossen. Jetzt beginnt das Rätsel um die Kunst. Dein erster wichtiger Sorgfall, die Suche nach der verfluchten Schreibfeder, nimmt an Fahrt auf. Hängt Rubys Tod damit zusammen? Ermittle verdeckt, um eine wichtige Entdeckung zu machen. Wirst du die gesuchte Information finden, bevor du auffliegst? Außerdem nimmt eine Begegnung eine überraschende Wendung. Ich gehe gleich zur Flurpost, schnell, bevor meine Tarnung auffliegt. Was? Tonks, was hast du bei Flurpuffs vor? Einfach nicht mitgekriegt? Ja, schauen wir mal. Wobei vorher mal ganz kurz. Sind vier Aufgaben nur und wir müssen danach Erlanzas Lied uns anhören. Okay. Bin immer auf Erlanzas Lied gespannt, aber erstmal drehen wir es mit Tonks. Vier Aufgaben nur, das heißt, die Energiepunkte könnten ausreichend sein. Meine Clubmitgliedschaft stand nie in Frage. Ich musste drei Interviews mit Umbridge hinter mich bringen, bis sie mich wieder in den Club aufgenommen hat. Eine Frechheit. Madame Umbridge hat einiges in Bewegung gesetzt, damit sich der Geheimclub an einem so öffentlichen Ort treffen kann. Aha, und wo ist jetzt Tongs? Bist du Bethilda? Oder Ethan? Ich habe Tonks noch nicht gesehen. Andererseits weiß man bei ihr nie, wo sie ist. Ich brauche genug Zeit, um mit den Mitgliedern des Gesellschaftsclubs zu reden. Sie alle sind von dem Betrug betroffen, den ich untersuche. Also, ich habe den Namen Felix Groves als Ausgangspunkt. Ist er die Verbindung zwischen der verfluchten Schreibfeder und dem Brand in der Kunstgalerie? Oh, Vorsicht, Dress. Ist gut? Hey, Cody. Hallo, Tonks. Ja, du hast hey gesagt, du bist gestolpert, das ist eindeutig Tonks. Ups. Ich bin's, Tonks. Ja, jetzt sehe ich die Ähnlichkeit. Ralph war ihr ganzes Leben lang noch nie so aufgeregt wegen irgendetwas. Oh, gutes Argument. Ich werde versuchen, mich zurückzuhalten. Nun, du hattest recht, Cody. Das Treffen findet wirklich bei Flurpuffs statt. Jetzt verstehe ich auch, warum Madame Umbridge meinte, dass ich keinen Kuchen bekomme, als sie mich aus dem Gesellschaftsclub ausgeschlossen hat. Es überrascht mich, dass sie einen so öffentlichen Ort für ein Geheimclub-Treffen ausgewählt hat. Ich habe gerade erst von diesem Club erfahren, aber es klingt, als wolle Umbridge einen guten ersten Eindruck machen. Was für ein reizender Ort für eine so garstige Person. Okay, lasst uns den Plan noch einmal durchgehen, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn Umbridge mich sieht, werde ich rausgeworfen. Okay, ich werde Umbridge in ein Gespräch verwickeln. Wenn sie dich bemerkt, kann ich ihr sagen, dass du mein Gast bist. Und während sie abgelenkt ist, werde ich die Gäste ausfragen und herausfinden, was ich wissen möchte. Da sind Spuren im Mehl, die haben bestimmt noch eine Bedeutung. Umbridge scheint allein zu sein, jetzt ist seine Chance. Viel Glück, Cody, Zeit für den Wraith-Charm. Oder zumindest irgendeine Version davon. Und ich werde anfangen, die Gäste auszufragen. Ja, was. Ja, geht gleich mit der Stundenaufgabe los. Ist ja klar, wenn es noch vier Aufgaben sind. Ja. Hallihallo. Felix gehört zur Kunstszene. Ich habe gehört, wie Miss Warbeck über Felix Groves geredet hat. Ethan hat einen Regenbogenkuchen? Ist der LGBTQ+ oder was? Felix ist eine umwerfende Person, habe ich zumindest gehört. Wrath scheint schusseliger zu sein als sonst. Ich weiß, dass Felix ein Mitglied ist, ich bin ihm aber noch nie begegnet. Ich glaube, Celestina kennt Felix. Ich habe gehört, dass es im Club jemanden namens Felix Grooves gibt. Sagt dir der Name Felix Grooves irgendwas? Ich höre ständig, dass Mr. Grooves ein sehr großzügiger Zeitgenosse ist. Felix gehört zur Kunstszene. Ich habe gehört, wie Miss Warbeck über Felix Grooves geredet hat. Ja, ich habe gehört, dass es im Club jemanden namens Felix Grooves gibt. Ja, und ich würde sagen, jetzt darf ich gleich die Szene mal ändern. Ja, genau, geh mal weiter, Cody. Hi. Irgendjemand muss Felix doch schon einmal begegnet sein. Celestina, was wissen Sie über Felix? Ich habe das Gefühl, dass ich Felix kenne, bin ihm aber noch nie begegnet. Felix Grooves hat viele Freunde und ist ziemlich einflussreich. Miss Wrath hat mich vorhin angerempelt, eine Frechheit. Grooves ist ein echter Wohltäter. Ziemliche Geldverschwendung, wenn man mich fragt.
Ich glaube, Gilderoy hat mir von ihm erzählt. Ich habe das Gefühl, dass ich Felix kenne, bin ihm aber noch nie begegnet. Felix Krups hat viele Freunde und ist ziemlich einflussreich. Irgendjemand muss Felix doch schon mal begegnet sein. Justina, was wissen Sie denn über Felix? Und hier, Cody, geh mal zum nächsten Gespräch bitte weiter. Danke. Oh, ich habe Angst gleich für Umbridge. Aber natürlich habe ich von Felix gehört. Ich glaube, wir haben heute schon mehr als genug miteinander gesprochen, Miss Rath. Verzeihung, ich bin halt etwas schusselig. Das Einzige, was noch süß ist als Flurpuffs, sind Sie, Madame Umbridge. Der arme Felix hat all seine Gemälde im Dämonenfeuer verloren. Ich muss mich wirklich meinen anderen Gästen widmen, Miss Rath. Celestinta meinte, dass Sie Felix kennen. Jegliche Information über Felix Cruz wäre hilfreich. Ich glaube, wir haben heute schon mehr als genug miteinander gesprochen, Miss Rath. Verzeihung, ich bin halt etwas schusselig. Das Einzige, was noch süß ist, als Flurpuff sind Sie, Madame Umbridge. Auch wenn wir uns noch nie begegnet sind, habe ich das Gefühl, dass ich einen wichtigen Einfluss auf Felix hatte. Aber natürlich habe ich von Felix gehört. Der arme Felix soll all seine Gemälde im Dämonenfeuer verloren haben. Und dann haben wir das hier jetzt hoch geschafft und die Energiepunkte sind schon ganz gut runtergeschwappt. Naja, da sind immer noch Spuren im Fe Mehl. Okay, dann stimmt es. Also Felix Groves ist definitiv in der Kunstszene bekannt. Aber obwohl er auch Mitglied im Club ist, hat ihn noch keiner der Anwesenden jemals gesehen. Gaudi? Wie ist es gelaufen? Ist was gelaufen? Was meinst du damit? Oh oh. Gaudi, ich glaube, es hat geklappt. Oh, hi, Raz. Oh, hi, Raz. Was soll das? Kann mir jemand erklären, warum ich vor mir selbst stehe? Und zwar sofort? Ich schätze, ich hätte nachsehen sollen, ob die echte Raz auch auftauchen wird. Ja, das wäre hilfreich gewesen. Was bist du? Ich bin nicht wirklich du, Raz, sondern Tonks. Tonks ist ein Metamorph Magus. Ich hasse diese Situation. Claudia, hast du Tonks auf die Idee gebracht, sich als mich auszugeben? Weiß ich nicht mehr. Reicht das? Nee, sicherlich nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich bin genauso überrascht wie du. Keine Ahnung, was hier los ist. Aha. Okay, ich glaube dir. Okay, das ist ungünstig. Was beim Bade des Merlin geht hier vor sich? Cody Belly, ich hätte wissen sollen, dass sie irgendetwas aushecken. Das ist eine Bäckerei, da darf ich rein. Cody hatte nichts damit zu tun. Er ist mein Gast. Und Sie sind die echte Wrath? Nein, ich bin die echte Wrath. Ich verstehe nicht ganz, was Sie mit diesem Streich bezwecken, aber Sie werden mir diesen Abend nicht verderben. Ich finde selbst hinaus. Komm, Wrath. Also, du rechte Wrath. Schusselige Wrath, bitte. Ich habe schon bekommen, was ich gebraucht habe. Ich muss jetzt wieder zurück an die Arbeit. Kommt bitte raus und dann. Ich bin an deinem Arbeitsplatz. Komm schnell vorbei, bevor Flump sieht, wie wir uns unterhalten. Ja, hi, Callum. Cody, was verschafft mir die Ehre? Ich habe deine Eule bekommen. Es klang dringend. Ich habe es geschafft, in den Gesellschaftsclub hineinzuschleichen und mich umzuhören. Warte nur, bis du erfährst, was ich über Felix Groves herausgefunden habe. Hey, sei leise. Flump ist schon den ganzen Tag auf höchster Alarmstufe. Er darf auf keinen Fall herausfinden, dass wir Informationen über den Dämonenfeuerfall ausgetauscht haben. Okay, ich werde dir erzählen, was ich herausgefunden habe. Dann kannst du mir sagen, was es für den Fall bedeutet. Ganz in aller Ruhe, ja? So langsam kommt etwas Licht in diese Angelegenheit. Felix Groves ist ein Kunsthändler, dessen Name auch in Rubys Notizbuch auftaucht. Das Seltsame daran ist, offenbar noch nie jemand Felix zu Gesicht bekommen. Alle Gemälde im Dämonenfeuer stammten von Felix. Du bist scheinbar ziemlich einfallsreich, wenn du es geschafft hast, dich in den Club hineinzuschleichen. Ich wurde aus dem Gesellschaftsclub ausgeschlossen, habe mich aber noch einmal hineingeschlichen. Ich habe mit vielen Mitgliedern des Clubs gesprochen. Irgendjemand hätte Felix persönlich kennen müssen. Das ist ein ganz schön großer Stapel. Vernachlässige dein Papierkram nicht.
Felix Groves, das ist in der Kunstszene recht bekannt. Es ist merkwürdig, dass noch nie jemand Felix Groves begegnet ist. Diese Akten werden sich nicht von allein ablegen. Oder etwa doch? Das Seltsame daran ist, offenbar hat noch nie jemand Felix zu Gesicht bekommen. Unsere Entscheidung, Informationen auszutauschen, hat scheinbar Früchte getragen. Alle Kunstwerke, die dem Dämonenfeuer zum Opfer gefallen sind, stammen von Felix Groves. So langsam kommt etwas Licht in die Angelegenheit. Es ist ziemlich verdächtig, dass noch niemand diesem Felix Groves begegnet ist. Ich glaube, Ruby stand kurz davor, die Wahrheit herauszufinden. Wie kommst du darauf? Ruby hatte den Namen Felix Groves in ihr Notizbuch geschrieben. Außerdem war sie in der Kunstgalerie, in der seine Gemälde versteigert wurden. Ich war dabei, als Ruby der Kunstgalerie zugeteilt wurde. Das war reiner Zufall. Oder vielleicht wollte sie, dass es für dich so aussieht. Sie hat es zufällig aussehen lassen, aber in Wirklichkeit wollte sie diesen Auftrag bekommen. Wollte Ruby etwa an diesem Tag in der Kunstgalerie sein, um unbemerkt weiter an diesem Fall arbeiten zu können? Ich habe Zweifel. Aber ich fürchte, es ergibt Sinn. Ruby war ziemlich clever. Sie hat das Ganze vorzeitig verlassen und war fest entschlossen, den Fall weiter zu verfolgen. Möglicherweise wurde Ruby gezielt ausgewählt, um den Fall mit der verfluchten Schreibfeder zu untersuchen. Das bedeutet, dass du in derselben Gefahr schwebst wie sie. Insbesondere, nachdem du öffentlich Nachforschungen über Felix Groves angestellt hast. Dann ist es wichtig, als je zuvor Flamm davon zu erzeugen, dass unsere Fälle miteinander zusammenhängen. Wenn er von einer Verbindung mit Felix Groves hört, muss er mich einfach an einer Dämonenfeueruntersuchung beteiligen. Ich stimme dir zu. Auf dem Weg hierher habe ich Flamp im Allzweckraum des Ministeriums gesehen. Aber sei vorsichtig, Cody. Flamp wird nicht zögern, dich zu feuern, wenn du seine Anordnungen missachtest. Du brauchst gute Argumente. Danke, Callum. Ich werde meinen Fall so gut wie möglich vortragen. Der Rest liegt in Flamps Händen. Oh ja. Wenn sie mich stören, ist es bestimmt dringend. Aber ich bin in einer Besprechung. Danach melde ich mich. Der ist auch jetzt bestimmt mit seiner Fantasy-Quidditch-Liga beschäftigt. Cody, wir sollen uns bald unterhalten. Es geht um Jacob. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin nur dabei, alle Zwecke des Allzweckraums zu katalogisieren. Hat irgendjemand Herbert gesehen? Wo steckt der Schlingel nur? So, schweres Gespräch jetzt. Cody? Barnaby? Was für eine nette Überraschung. Du scheinst es eilig zu haben. Ich suche nach meinem Boss. Ich sehe ihn, Jungs. Ist er bei Herbert? Super, dann können wir uns kurz unterhalten. Ich habe ganz schön viel zu erzählen seit unserem letzten Gespräch. Okay, bei 8 Stunden. Ach, Mist, ey. Na gut. André hat mir seinen Job schon 342 Mal erklärt und ich habe es immer noch nicht verstanden. Erzähl mir mal mehr über deinen Job. Neulich habe ich Thompson mit dir gesehen. So langsam fühle ich mich etwas besser, was das Leben nach Hogwarts angeht. Ich liebe meinen aktuellen Job. Meine Kollegen sind allesamt flauschig und knuddelig. Es ist super, dass unser alter Freundeskreis aus Hogwarts immer noch Zeit füreinander hat. Hier gibt es keine Toilette. Das ist ein Zweck, den der Allzweckraum nicht erfüllt. Meine Oma scheint ihre Erkältung beinahe überstanden zu haben. Ich bin so glücklich, ich könnte platzen. Aber wenn das passiert, bin ich bestimmt nicht mehr glücklich. Dieser Raum erfüllt alle möglichen Zwecke. Die Uhrzeiten anzeigen sich am Feuerwärmen, einen Tee trinken. Ich habe in der Zauberei Zentralverwaltung jede Menge zu tun. Oh, Scheinkleister! Mir ist gerade eingefallen, dass ich Herbert versprochen hatte, mich im Archiv mit ihm zu treffen. Niemand hat Herbert gesehen, weil ich mit ihm ausgemacht habe, dass wir uns im Archiv treffen. Erzähl mir alles, was dich bedrückt, Barnaby. Barnaby scheint recht glücklich zu sein. Das klingt, als lief alles wunderbar, Barnaby. Allerdings, bei meinem Job als Hundebetreuer habe ich jede Menge flauschige und knuddelige Kollegen. Und es ist super, dass unser alter Freundeskreis immer noch Zeit füreinander hat. Scheinbar fühlst du dich so langsam etwas besser, was das Leben nach Hogwarts angeht. Beim Bart des Merlin. Ich habe die ganze Zeit über Selbstgespräche geführt. Wie läuft deine Arbeit so, Cody? Ziemlich frustrierend. Es gibt ein Missgeschick, das sich einfach nicht beseitigen lässt. Dieser Job wäre nicht für mich.
Mir würden selbst nur ständig Missgeschicke passieren. Einmal habe ich einen Albino-Pluto nach Hause gebracht und er hat den Teppich meiner Großmutter ruiniert. Ich bin so froh, dass ich dir begegnet bin, Cody. Dank dir ist mein toller Tag noch tollerer geworden. Oh, Cecil. Barnaby, das ist doch dein Onkel. Stimmt, Onkel Cecil. Hier drüben, ich bin es, Barnaby. Barnaby. Onkel Cecil, was machst du denn hier? Ich habe schreckliche Neuigkeiten. Deine Großmutter ist gestorben. Oh, Barnaby. Das ist im Flammtreffen vor allem, ja klar. Ich bin noch nicht bereit, mich mit dir zu treffen. Sobald ich mich bereit fühle, melde ich mich. Eieieiei. Hier sind aber viele, die Barnaby trösten wollen. Mein Beileid. Barnaby, es tut mir so leid. Die Getränke gehen heute aufs Haus. Hast du das mit Aberforth abgesprochen, Merula? Ich meine, ist ja nett, aber sprich das bitte mit dem Chef vorher ab. Hey Cody, danke, dass du dieses Treffen organisiert hast. Gern geschehen. Ich war gerade mitten in einem wichtigen Durchbruch bei der Arbeit, als die Nachricht von Barnabys Oma eingetroffen ist. Das war bestimmt ein schwieriger Moment für dich. Ich konnte an nichts anderes denken, als mich um Barnaby zu kümmern. Auf einmal war die Arbeit nicht mehr so wichtig. Du bist Barnaby ein guter Freund. Er ist total aufgelöst. Dann sollten wir unser Bestes geben, um ihn zu trösten. Das war der falsche Knopf. Entschuldigung, Barnaby, ich wollte jetzt nicht abbauen. Ich komme sofort wieder. Wie weit ist denn dieses? Wieso ist er denn jetzt so weit weggelaufen? Da muss ich ja draufklicken. So, ja, Arschstunden, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe zum Glück vom Tagesplaner gerade 50 Energiepunkte bekommen. Ich könnte dir erzählen, wie ich mich einmal als Eric Kareth ausgegeben habe, wenn ich das aufweitert. Tierwesen können uns auch Trost spenden. Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll. Ich kann Merula einen Streich spielen, wenn es dir dann besser geht. Brauchst du irgendetwas? Worte reichen manchmal nicht aus. Wir können einfach hier sitzen und schweigen, wenn du möchtest. Es gefällt mir nicht, Barnaby so zu sehen. Ich kann dir noch einmal von meinem Job erzählen, wenn dich das ablenkt. Das Leben ist manchmal so zerbrechlich. All meine Freunde sind hier, um mich zu sehen. Und dein ist Penny. Wir sind für dich da, Barnaby. Was hast du mit dem großen Zugänghaus deiner Oma vor? Es ist in Ordnung, traurig zu sein. Und jetzt wiederholte sich schon. Frage ist, es ist immer eine Stundenaufgabe, vielleicht ändert sich gleich die Szenerie. Nein, die Szenerie hat sich nicht gewechselt. Vielen Dank, Leute. Ich weiß nicht so recht, wie ich meine Gefühle ausdrücken soll. Schon in Ordnung, Barnaby. Lass dir Zeit. Ich bin traurig, aber ein Teil von mir ist froh darüber, dass ihr hier seid. Und dann fühle ich mich schlecht dafür, froh zu sein. Aber vor allem fühle ich eure Zuneigung. Du darfst dich fühlen, wie du möchtest, Barnaby. Es gibt keine falsche Art zu trauern. Ich bin es nicht gewöhnt, so viele Gedanken auf einmal in meinem Kopf zu haben. Ich muss mich auf einen davon konzentrieren. Woran denkst du in tragischen Momenten wie diesen? Das Leben ist kurz, jeder Tag ist ein Geschenk, das es auszupacken gilt. So habe ich es noch nie betrachtet. Das bedeutet, dass wir jeden Moment genießen sollten. Das stimmt, es erinnert mich an... Tut mir leid, konzentrieren wir uns auf dich, Barnaby. Nein, Cody, erzähl es mir. Ich brauche etwas, um mich vom Gedanken an meine Oma abzulenken. Wenn ich jeden Moment genießen höre, denke ich an Jacob und Olivia. Er hat etwas Wichtiges zu erzählen und verschwendet womöglich Zeit, indem er es für sich behält. Danke, dass du für mich da bist, Cody. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss zu meinem Onkel Cecil im Haus meiner Großmutter zurückkehren. Jederzeit, Barnaby. Bevor ich zu meinem Boss zurückgehe, muss ich Jacob sagen, dass es an der Zeit ist, ehrlich zu Olivia zu sein. Oder ich höre mir noch Elenzas Lied an. Oder vielleicht kretsche auch noch eine Zeit epikenzte Nebenquest dazwischen. Schauen wir mal. Ich sag jetzt erstmal, arrivederci, over and out.